Meine Damen und Herren, wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5, zur ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes, Drucksache 19-4406. Zu Wort gemeldet hat sich zunächst Herr Kollege Klein für die Fraktion der CDU. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Redezeit 5 Minuten. 7,5. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Nachdem der Hessische Landtag mit Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2017 im Dezemberplenum die Erhöhung der Stellenzulage für die Beamtinnen und Beamten bei hessischen Justizvollzugsanstalten und in abgeschlossenen Vorhörbereichen der Gerichte um 32,80 Euro auf 131,20 Euro beschlossen hat, wollen wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nun umgehend die besoldungsrechtlichen Voraussetzungen für die Auszahlung der erhöhten Vollzugszulage schaffen. Werte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zunächst noch einmal etwas näher auf die Gründe für die Erhöhung dieser Vollzugszulage eingehen. Die Vollzugszulage soll einen Ausgleich dafür schaffen, dass die Beamtinnen und Beamten im Justizvollzug ihren Dienst in abgeschlossenen Bereichen im konkreten Fall hinter Gittern ableisten. Daher wird diese Stellenzulage auch häufig als Gitterzulage bezeichnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vollzug sind bedingt durch den ständigen Umgang mit Personen, die gegen ihren Willen in Justizvollzugsanstalten festgehalten werden, zunehmend einer erhöhten Belastungs- und Gefahrenlage ausgesetzt. Die Anzahl der psychisch kranken und auffälligen Gefangenen wächst kontinuierlich. Es ist eine zunehmende Radikalisierung von Gefangenen festzustellen. Und bei insgesamt steigenden Gefangenenzahlen lassen sich immer mehr Gefangene infolge anderer Sozialisierungen nur schlecht in den Vollzugsalltag integrieren. Dadurch bedingt steigt die Gefahrensituation für die im direkten Umgang mit den inhaftierten tätigen Beamtinnen und Beamten stetig an. Das von diesen Gefangenen gezeigte Verhalten ist je nach Krankheitsbild extrem wechselhaft und geprägt von verbaler und körperlicher Aggressivität gegen Sachen, Personal, Mitgefangene oder gegen sich selbst. Dies bedingt nicht nur eine ständige erhöhte Belastungs- und Gefahrenlage, sondern auch eine besondere Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vollzug. Die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben daher im Rahmen der Haushaltsberatung zum Haushalt 2017 einen Änderungsantrag eingebracht und letztendlich auch im Dezemberplenum beschlossen, der die Erhöhung der Vollzugszulage auf das Niveau der Polizeizulage in Höhe von 131,20 Euro vorsieht. Mit der vorgenommenen Anpassung der Höhe der für die Vollzugsbeamtinnen und Beamten vorgesehenen Zulage auf die Höhe der Polizeizulage wird den vergleichbar hohen Anforderungen der beiden Berufsgruppen auch bei der Besoldung Rechnung getragen. Um diese Anpassung wirksam werden zu lassen, ist es allerdings zwingend erforderlich, dass wir die entsprechende Anlage des Hessischen Besoldungsgesetzes ändern. Daher heute der von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN vorgelegte Gesetzentwurf für eine gesetzliche Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes, durch das die Höhe der Stellenzulage nach Nummer 8 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B durch Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes zum 1. Januar 2017 entsprechend angepasst wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der deutlichen Erhöhung der Zulage für den Dienst zu ungünstigen Zeiten, mit der Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 42 auf 41 Stunden, mit der Anhebung der Stellenzahl im Justizvollzug um weitere 56 Stellen in 2017 und mit der Erhöhung der Vollzugszulage auf 131,20 Euro senden wir ein deutliches Signal an die im hessischen Gefängnissen tätigen Justizbeamtinnen und Beamten, die im Extremfall Gefahr für Leib und Leben auf sich nehmen müssen, um Fluchtversuche, Übergriffe und Gewalttätigkeiten unter den Häftlingen zu verhindern. Wir schätzen die professionelle und vorbildliche Arbeit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiter im Vollzug sehr. Die vorgenommenen Verbesserungen der Besoldungsstruktur, die Anhebung der Stellenzahl und die Verkürzung der Wochenarbeitszeit sind ein deutliches Zeichen dieser Wertschätzung. Ich darf mich im Namen der gesamten CDU-Fraktion bei allen im Justizvollzug tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich für die hervorragende Arbeit, die in diesem schwierigen Umfeld geleistet wird, bedanken. Bei den Vorstandsmitgliedern des BSPD Hessen, an der Spitze die Vorsitzende Frau Kannegießer,
darf ich mich sehr herzlich für die zahlreichen konstruktiven Gespräche bedanken. Letztendlich waren diese zielführend und erfolgreich. Und wir wollen gemeinsam Hessen verlässlich und sicherer machen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bei dem vorliegenden Gesetzentwurf ist nach meiner Auffassung keine Anhörung und keine weitere inhaltliche Diskussion erforderlich, sodass wir im Anschluss an die erste Lesung direkt in die zweite Lesung einsteigen könnten. Damit könnten die Vollzugszulage zeitnah an die Beamtinnen und Beamten ausgezahlt werden. Auch das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wäre ein deutliches Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vollzug. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Klein. Es hat als Nächstes das Wort Frau Kollegin Hoffmann für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön, das Rednerpult gehört Ihnen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Kollege Klein hat ja bereits erörtert, um was es geht, dass hier über eine sogenannte Stellenzulage für Justizvollzugsbedienstete, aber das ist hier auch noch, muss hier auch noch genannt werden, aber auch für Beamten in psychiatrischen Krankenanstalten eine Erhöhung erfolgen soll. Ich kann Ihnen für die SPD-Landtagsfraktion sagen, dass dies längst überfällig ist und dass wir die sogenannte Gitterzulage, wie sie in Fachkreisen für die Justizvollzugsbediensteten heißt, schon lange gefordert haben, gemeinsam übrigens auch mit den Gewerkschaften. Es ist längst überfällig, dass diese auch beschlossen wird, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen aber auch deutlich sagen, dass wir über dieses Gesetzgebungsverfahren, das jetzt über die Fraktionen Bündnis 90 die Grünen, CDU hier eingeleitet wird, doch etwas irritiert sind. Das hätte man wirklich ganz galant auch mit dem Haushalt schon beraten können, einbringen können, dann auch verabschieden können. Das hätte man im Zuge machen können. Darüber sind wir schon etwas irritiert, wie Sie das jetzt hier gesetzestechnisch abarbeiten wollen. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen dazu und freuen uns, dass das, was längst überfällig ist, jetzt auch in die Tat umgesetzt werden soll. Damit ist Hessen das sechste Bundesland, das solch eine Zulage auch leistet. Und, Herr Klein, ich muss doch schon etwas Wasser in den Wein gießen, weil Sie ja dann von dem großen sozusagen Goldregen und den großen Liebkosungen, die die Landesregierung jetzt über die Justizvollzugsbediensteten ausschüttet, gesprochen haben. Wasser insofern in den Wein gießen, weil Ihre sozusagen segensreichen Taten sich doch wirklich in Grenzen halten. Sie haben es selber gesagt. Die Zulage wird um gerade mal 32,80 € angehoben, besser als nichts, aber wirklich nur eine kleine Anerkennung angesichts dessen, was die Justizvollzugsbediensteten tagtäglich in unseren Anstalten für die Sicherheit unserer Bevölkerung, aber auch für die Resozialisierung, die Behandlung der Gefangenen leisten. Das ist eine kleine Arbeit, die die Justizvollzugsbediensteten jeden Tag leisten, unter schwierigsten Bedingungen. Und Sie sind darauf eingegangen, dass die Rahmenbedingungen immer schwieriger werden. Die Anzahl der psychisch Auffälligen, der wirklich Kranken nimmt zu. Auch die Gewaltbereitschaft zum Teil nimmt zu. Auch die sogenannten Dissozialitäten nehmen zu unter den Gefangenen. Also die Gefangenenklientel wird immer schwieriger und es wird immer anspruchsvoller, behandlerisch wirklich auch mit dieser Klientel umzugehen. Und da braucht doch wirklich auch der Justizvollzugsdienst noch mehr Anerkennung, noch mehr Wertschätzung. Und da muss ich Ihnen doch an dieser Stelle auch einige Versäumnisse vorhalten, etwa bei der Frage der Besoldungskürzungen, bei der Frage der Kürzung des Urlaubs, des Weihnachtsgeldes. Und die Reduzierung auf die 41-Stunden-Woche ist doch nur ein Schrittchen. Sie wissen, dass die meisten anderen Bundesländer zu Recht die 40-Stunden-Woche haben. Und das fordern wir auch für die Justizvollzugsbediensteten und Bediensteten in unserem Lande. Das wäre eine echte Wertschätzung, eine echte Anerkennung für die Justizvollzugsbediensteten in unserem Land, meine Damen und Herren. Und ein Aspekt ist uns auch noch wichtig, zumindest hier bei der Gitterzulage, bei all der Einigkeit,
dass Sie doch dann auch unserem Antrag zum Haushalt 2017 bzw. jetzt im Nachgang ja noch Rechnung tragen könnten, wo wir gefordert haben, dass die Gitterzulage eine ruhehalsgefähige Zulage umgewandelt werden könnten. Da könnten Sie ja auch sozusagen Ihrem Herzen noch einmal einen Ruck geben, meine Damen und Herren. Und einen Aspekt möchte ich auch noch ansprechen, der sehr, sehr zentral ist. Zur Belastungssituation gehört halt auch, dass wir ausreichend Personal in den Justizvollzugsanstalten bräuchten. Und Ihre Rechnung geht da nicht ganz auf. Es ist faktisch so, dass im Vollzug immer noch 85 Stellen im Justizvollzugsbedienstetenbereich fehlen. Das ist so. Und ich darf Ihnen zum Schluss meines Redebeitrages noch einmal sagen, dass die Lobeshymnen sich ja auch beim Gewerkschaftstag des BSBD in Grenzen gehalten haben. Sie, Herr Klein, waren ja da. Es ist eher auf Irritationen gestoßen, dass die Ankündigung der Gitterzulage jüngst sozusagen mit dem Gewerkschaftstag zusammenfiel. Da hat sich schon der eine oder andere gedacht, ist das jetzt eine PR-Nummer? Wie ist das jetzt gemeint? Das hat eher für Befremden gesorgt, anstatt für nachhaltiges Wohlwollen und Gefallen sozusagen. Und Sie waren ja selber auf dem Gewerkschaftstag da und haben die Stimmung auch mitgenommen. Also ich kann Ihnen nur sagen, im Bereich des Justizvollzuges ist noch einiges zu tun, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Hofmann. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Frau Müller das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Grund des Gesetzentwurfs hat der Kollege Klein ja gesagt. Wir arbeiten so schnell wie möglich und nötig. Wir haben in der letzten Plenarrunde den Haushaltseintrag eingebracht. Der Haushalt musste erst einmal beschlossen werden. Das Besoldungsgesetz ist auf dem Weg, dauert aber, weil es umfassend ist. Und wir sind jetzt als Fraktion, weil wir auch den Haushaltsantrag eingebracht haben, vorangegangen und bringen jetzt diesen Gesetzentwurf ein. So schnell wie möglich, damit das Geld auch zielgerichtet ankommt. Und, liebe Frau Hoffmann, man kann ja immer kritisieren und man kann immer rummehren, würde man in Nordhessen sagen. Aber irgendwie müssen Sie ja auch einmal sehen, Sie versprechen viel, halten nichts. Wir versprechen und setzen das um, was wir versprechen. So sieht es aus. Ja. Grünes Profil ist, dass wir den Menschen zuhören. Und wir sehen natürlich auch die Situation im Vollzug. Wir sehen die Situation im Vollzug, dass die Vollzugsbeamten großen Belastungen ausgesetzt sind, dass die Zahl der psychisch Kranken zunimmt. Das sehen wir auch. Es ist genau wie in der Gesellschaft. Die Zahl der psychisch Kranken nimmt zu. Es sind große Herausforderungen, vor denen die Vollzugsbeamten stehen. Es kommen immer mehr Menschen mit anderer Sozialisation in den Vollzug und. Das wissen wir alle, die dort unterwegs sind. Und Vollzugsbeamte sind nicht nur Aufschließer, wie manche vielleicht verächtlich sagen, sondern Vollzugsbeamte sind nämlich Sozialpädagogen. Sie kennen ihr Klientel, und sie müssen schnell reagieren und verantwortlich handeln, genau wie die Polizeibeamten. Und deswegen war es höchste Zeit, dass wir die sogenannte Gitterzulage auf das Niveau der Polizeivollzugsbeamten anpassen. Das haben wir jetzt gemacht. Das ist ein großer Schritt. Und ich finde, das ist auch einmal ein Applaus wert. So. Natürlich haben da viele daran mitgewöhnt. Dem BSBD kann ich hier an dieser Stelle auch noch einmal danken, die sehr konsequent immer an dem Thema drangeblieben sind. Wir haben viele Gespräche mit denen geführt. Die Justizministerin hat sich beim Finanzminister stark gemacht. Der hat letztendlich dann das Go gegeben. Somit waren viele beteiligt an dem Erfolg. Und ich finde, es ist ein schöner Erfolg. Und deswegen freue ich mich, dass wir in der ersten Lesung jetzt diesen Gesetzentwurf beraten und nachher im Ausschuss hoffentlich dann auch die zweite Lesung auf den Weg bringen können. Vielen Dank. Danke, Frau Müller. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Greilich zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was diesen Gesetzentwurf angeht, besteht hier, glaube ich, große Einigkeit, dass wir den so letztlich beschließen sollen.
Ich will das nur in aller Kürze zusammenfassen, was von meinen Vorrednern ja auch schon gesagt worden ist. Diese Zulage, die bislang den Justizvollzugsbediensteten vorenthalten wurde, wird bislang bereits Polizistinnen und Polizisten bezahlt, die im besonders belasteten Vollzugsdienst tätig sind. Ich denke, das Ganze wird gerecht dem anspruchsvollen Job, den die Vollzugsbediensteten zu leisten haben. Sie leisten, und das muss man hier dann auch einmal so deutlich sagen, einen unverzichtbaren Beitrag für den Rechtsfrieden, für die Sicherheit und für das Allgemeinwohl. Dem muss man auch gerecht werden durch entsprechende Besoldung und durch eine entsprechende Zulage. Wobei ich sage, dass ich generell ein Kritiker solcher Zulagen bin. Ich bin der Auffassung, dass man so etwas in die Besoldung einzupreisen hat. Denn dann ist es auch pensionsfähig, und dann brauchen wir nicht über solche Sonderregelungen zu reden. Meine Damen und Herren, ich will eines anmerken zu diesem Gesetzgebungsvorschlag. Er kommt ein bisschen spät, meine Damen und Herren von der Koalition. Wir haben im Dezember den Haushalt verabschiedet. Wir haben im Dezember den Haushalt verabschiedet. Und wenn Sie auf Zack gewesen wären, dann hätten Sie ein Haushaltsbegleitgesetz vorgelegt, um nicht einen Haushalt im luftleeren Raum zu beschließen. Jetzt müssen Sie nachbessern, weil Sie es vorher versäumt haben. Insofern sind wir jetzt hinten dran. Sie müssen nachsitzen, und wir müssen mit Ihnen nachsitzen. Das ist halt so. Viel spannender ist eigentlich, wenn ich mir das anschaue, Herr Kollege Arnold, Herr Kollege Reif, wenn man sich einmal anschaut, was in diesem Gesetzentwurf nicht drinsteht. Was in diesem Gesetzentwurf nicht drinsteht. Da steht nämlich nichts drin von der insgesamt unzureichenden Situation, in die Sie den öffentlichen Dienst in Hessen gebracht haben. Da steht nichts drin von der Frage, die uns heute beschäftigt. Kultusminister ist leider jetzt nicht da. Mit der Frage, dass wir zu wenig Bewerber für unsere offenen Lehrerstellen haben, dass wir keine Bewerber haben, ausreichend für den Polizeivollzugsdienst. Das sind die Punkte. Das sind die Punkte, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit denen wir uns intensiver beschäftigen müssen. Morgen früh haben wir ja wieder ausreichend Gelegenheit, um uns mit dem Thema Polizei zu beschäftigen. Aber es geht quer durch. Und das Beispiel der fehlenden Bewerber für die Lehrerstellen zeigt, Sie richten den öffentlichen Dienst in Hessen zugrunde mit der Nullrunde, mit der reduzierten Besoldungsanpassung im laufenden Jahr. Meine Damen und Herren, da muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen sagen, okay, dann gehe ich lieber woanders hin als ins Land Hessen und arbeite eben nicht für hessische Grundschülerinnen und Grundschüler, sondern gehe in andere Bundesländer. Darüber müssen wir reden, und das ist das Problem, dass davon in Ihrem Gesetzentwurf kein Wort steht. Danke, Herr Greilich. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist klar, dass im Beamtenrecht besondere Anforderungen, besondere Arbeitsbedingungen und auch besondere Belastungen durch Zulagen auch teilweise zumindest mal abgegolten werden sollen. Insofern ist die Erhöhung der Zulage um sage und schreibe 32,80 €, meine Vorrednerinnen haben schon darauf hingewiesen, natürlich nicht der Meilenstein im Justizvollzug, für den er dargestellt wird hier. Wie groß die Wertschätzung ist, da will ich dann an anderer Stelle noch einmal darauf eingehen. Das müssen wir auch hinterfragen. Aber selbstverständlich unterstützen wir diese verspätete Initiative seitens der Koalitionsfraktionen und der Landesregierung als Fraktion DIE LINKE. Ich will aber aus der Diskussion auch darauf hinweisen, dass Begründungen, wie sie jetzt sowohl von den GRÜNEN als auch von dem Vertreter der CDU-Fraktion mitgegeben wurden, nämlich dass der Anteil von psychisch Kranken in den Justizvollzugsanstalten stetig zunehme, meiner Ansicht nach nicht als Begründung herhalten sollte. Denn ich persönlich halte es für sehr problematisch, wenn das tatsächlich zutrifft. Dann wäre ja eher die Frage zu stellen, inwieweit das tatsächlich Personen sind, die in Justizvollzugsanstalten gehören, sondern die ja dann als psychisch Kranke, wenn der Anteil
steigt, dann natürlich auch entsprechende Unterstützung, gesundheitliche Förderung und Therapie unterzogen werden müssen und eben nicht den Beschäftigten in den Justizvollzugsanstalten in stärkerem Maße sozusagen zur Aufsicht übergeben werden können. Also das ist, da sollten Sie noch einmal darüber nachdenken, wie Sie an dieser Stelle diese Zulagenerhöhung vertreten, argumentieren. Ich will aber auch zum Stichwort Wertschätzung, Herr Klein, noch einmal Folgendes festhalten. Sie haben gesagt, die Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 42 auf 41 Stunden, die ja für dieses Jahr vorgesehen ist, im gesamten Beamtenbereich, nicht nur in der Justizvollzug, sei ein Ausdruck der Wertschätzung. Die Erhöhung der Stellenzahl in der Justizvollzugsanstalten sei auch ein Ausdruck der Wertschätzung. So, jetzt drehe ich das Ganze einmal herum. Man muss immer schauen, ja, wie man argumentiert. Als die Koch-Regierung vor etlichen Jahren die Arbeitszeit von 40 auf 42 Stunden erhöht hat für alle Beamtinnen und Beamten, dann war das nach Ihrer Logik das Gegenteil von einer Wertschätzung, weil jetzt rechtfertigen Sie das ja. So, das sehe ich im Übrigen genauso. Ja, also da sind wir uns schon einig. Man muss nur aufpassen, sozusagen, wie man hier argumentiert. Und denjenigen, denen also in ihren Bereichen Stellen entzogen werden, auch da stimme ich Ihnen zu, Herr Kollege Klein, denen wird auch keine Wertschätzung entgegengebracht, und das sind eine ganze Menge. Und lassen Sie mich zum Abschluss nur noch einmal darauf hinweisen, die Kollegin Hoffmann hat das auch schon getan, sicherlich ist es auch nicht wertschätzend für alle Beamtinnen und Beamten in Hessen, in 2015 eine Nullrunde erfahren zu haben und in 2016 eine einprozentige Erhöhung für ein halbes Jahr, die noch dazu weniger ist als das, was die Beihilferegelung mit 18,90 € pro Monat netto sozusagen dann an Belastung für die Beamtinnen und Beamten mit sich gebracht hat. All das ist keine Wertschätzung. Insofern ist das, wenn Sie so wollen, eine kleine für den speziellen Bereich des Justizvollzugs, mehr aber nicht, und mehr Primborium muss man darum auch nicht machen. Danke, Herr Schaus. Für die Landesregierung erteile ich Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich zunächst bei den Fraktionen, namentlich bei Herrn Klein und Frau Müller von CDU und GRÜNEN, bedanken, dass dieser Antrag eingebracht worden ist. Nicht nur im Kampf im Haushalt, die Gitterzulage endlich auf gleicher Höhe mit den Polizeibeamten das durchzusetzen und jetzt auch dafür zu sorgen, dass mit dem heutigen Gesetzentwurf die Auszahlung ganz zeitnah beginnen kann. Deswegen herzlichen Dank für diese Initiative. Das ist ein wichtiger Schritt, um im Vollzug ein Stück Gleichstand herzustellen mit der Polizei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will mich auch bedanken bei den Justizvollzugsbediensteten an dieser Stelle. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass 365 Tage im Jahr rund um die Uhr im Schichtdienst die innere Sicherheit des Landes gewährleistet wird. Und der Kollege Klein, die Frau Müller, aber auch die anderen Kollegen haben angesprochen, dass die Erfüllung der Aufgaben nicht leicht ist und auch nicht leichter wird mit dem Klientel, was dort zu betreuen ist. Die Erfüllung der Aufgaben steht immer wieder. Jeden Tag sind sie einer steigenden Gefährdung ausgesetzt und unberechenbaren Situationen. Das will ich an dieser Stelle auch erwähnen, weil das nicht immer in dem aktuellen Bereich am Ende sichtbar wird. Herr Kollege Schaus, es gehört nicht nur die Gitterzulage dazu, sondern ich will wenigstens erwähnen, neben den vielen anderen Maßnahmen, die im Haushalt 2017 im Vollzug beschlossen worden sind, Millionenbeträge, wenigstens erwähnen, dass auch 56 neue Stellen im Justizvollzug beschlossen worden sind und wir die Situation haben, dass wir genügend gute Bewerber haben, die sich für den Vollzug interessieren und bei den Einstellungsvoraussetzungen so weit sind, dass wir bald die 56 Stellen auch besetzt haben und der Vollzug in diesen Bereichen verstärkt werden kann. Das will ich an dieser Stelle wenigstens auch erwähnen. Und nun kann man viel kritisieren seitens der Opposition. Die Wertschätzung auch an kleinen Maßnahmen ist etwas absolut Wertvolles im Vollzug,
bei dem lange in diesen Jahren in diesem Bereich nichts passiert ist. Und, Herr Kollege Schaust, der Aufschlag, den es jetzt gibt, das sind mehr als 30%. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Und in diesem Sinne hätte ich mir gewünscht, dass es eine Einigkeit im Parlament gibt bei einem so unstreitigen Antrag, für den auch manch andere Fraktion gekämpft hat, ohne Ausschussberatung gleich die zweite Lesung vorzunehmen, damit am Ende der Weg auch schnell umgesetzt werden kann. Das ist noch eine kleine Hürde, die wir überwinden müssen. Aber wenn es nur das ist, tun wir das auch noch. Danke. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Wir sind am Ende der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes angelangt und überweisen den Gesetzentwurf mit der Drucksache Nummer 19/4406 in den Rechtsausschuss zur Vorbereitung der zweiten Lesung.